Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Der Tag der Befreiung, an dem wir die bedingungslose Kapitulation der Wehrmacht und das Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa gedenken, jährt sich morgen zum 70. Mal. Wovon wurde an diesem Tag die Welt befreit? Von Hitlers 12-jährigem Reich des Schreckens, das Millionen Menschen zu Sklaven erniedrigte und die Welt zum Objekt seiner Ausbeutung machen wollte. Deutsche ermordeten über 13 Millionen Menschen im Verlauf des Krieges durch Massenvernichtung. 6 Millionen Jüdinnen und Juden, über 3 Millionen sowjetische Kriegsgefangene, über 3 Millionen nichtjüdische Zivilistinnen und Zivilisten, KZ-Häftlinge, Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter und Deportierte, darunter Kommunisten, Sozialisten, Anarchisten und Homosexuelle. Hunderttausende Sinti und Roma, Hunderttausende Opfer der sogenannten Euthanasie. Über 60 Millionen Menschen wurden Opfer des eigentlichen Krieges. Sie wurden Opfer des deutschen Wahns von Weltherrschaft, des deutschen Wahns von rassischer Überlegenheit, des deutschen Wahns von historischer Sendung. Für sie alle kam die Befreiung zu spät. Unvorstellbare Zahlen über Menschen mit ihren Hoffnungen, ihren Geschichten, ihrer Liebe, ihren Träumen ausgelöscht für immer. Für uns, das ist meine tiefe Überzeugung, muss der Tag der Befreiung bedeuten Erinnerung, Dankbarkeit und Verantwortung. Die Erinnerung bleibt nicht zuletzt wach durch den Mut und die Arbeit der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen. Dafür bin ich sehr dankbar, gerade meine Generation. Doch auch wir müssen uns an die von den Nationalsozialisten abgeschlachteten, dahingeschlachteten Menschen und ihr unaussprechliches Leid erinnern. Diese Erinnerung ist oft das Einzige, was von ihnen geblieben ist. Mit jedem Stolperstein, mit jedem Gedenken, mit jeder Blume an den Gleisen, auf denen die Nazis ihre Opfer in die Gaskammern brachten, erweisen wir diesen Menschen die Ehre, die ihnen im Leben und Sterben versagt geblieben ist. Wir müssen uns an den Wahn und den Hass erinnern, der so viele Menschen dazu brachte, entsetzliche Verbrechen zu begehen oder gut zu heißen. Wir müssen uns an die Selbstverständlichkeit erinnern, mit der das ungeheuerliche Verbrechen des Holocaustes verwaltet und organisiert worden ist. An diese schauerliche Bürokratie des Bösen. Wir müssen uns an die Millionen Kriegstoten erinnern und das nicht nur am Tag der Befreiung, sondern immer. Diese Erinnerung kann uns davor bewahren, so zu werden wie viele unserer Vorfahren, und sie kann die Welt davor bewahren, durch unsere Hand jemals wieder solches Leid zu erfahren. Der Tag der Befreiung ist aber auch ein Tag, an dem wir dankbar sein dürfen. Es wurde schon gesagt, dankbar dafür, dass die Alliierten die Gnade und die Menschlichkeit besaßen, den Deutschen in der Bundesrepublik ein Leben in Freiheit und bald auch in wirtschaftlichem Wohlstand zu ermöglichen. Dankbar für die Möglichkeit, nach der friedlichen Revolution 89 in einem Land zusammenzuwachsen und dankbar für die freundschaftlichen Beziehungen in Europa und der Welt. Thomas Mann nennt in seiner letzten Rede an die deutschen Hörerinnen und Hörer am 10. Mai 1945 den Moment der Befreiung eine große Stunde. Er sagt, die Rückkehr Deutschlands zur Menschlichkeit hat stattgefunden. Das ist die Verantwortung, die ich meine, das ist die Verantwortung, die wir haben, Menschlichkeit. Ein Ausdruck dieser Verantwortung findet sich dann auch im ersten Artikel des Grundgesetzes. Mit Ihrer Erlaubnis, Herr Präsident. Die Würde des Menschen ist unantastbar, steht da. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlicher Gewalt. Das Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gesellschaft des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Frage ich Sie, werden wir dieser Verantwortung gerecht? Werden wir diesen Zielen der Gerechtigkeit und Frieden in der Welt gerecht? Manche finden schnell eine Antwort. Der NSU, der nationalsozialistische Untergrund, war eine rechtsterroristische Gruppierung, die sich, so die Generalbundesanwaltschaft, zum Ziel gesetzt hatte, aus einer fremden und staatsfeindlichen Gesinnung heraus vor allem Mitbürger ausländischer Herkunft zu töten. Die Mitglieder dieser Gruppe zogen jahrelang raubend und mordend durchs Land. Die Mordserie wurde zunächst als Dönermorde bezeichnet. Die Mordopfer, ihre Familien und ihr Umfeld
waren über Jahre hinweg rassistischen Verdächtigungen ausgesetzt. Der NSU-Untersuchungsausschuss des Thüringer Landtags kam zu dem Ergebnis, dass Verfassungsschutz und Polizeibehörden nicht nur schwere Fehler gemacht und Versäumnisse begangen haben, sondern, ich zitiere, die Häufung falscher und nicht getroffener Entscheidungen und die Nichtbeachtung einfacher Standards lassen aber auch den Verdacht gezielter Sabotage und des bewussten Hintertreibens eines Auffindens der Flüchtlinge zu. Ein ungeheuerlicher, aber gut belegter Verdacht. Der Untersuchungsausschuss stellt außerdem fest, man hatte sich in weiten Teilen der Gesellschaft auf ein gemeinsames Wegschauen und Verharmlosen verständigt. Wegschauen, Verharmlosen, Bequemlichkeit, das Dulden rechter Hetze im Namen der Meinungsfreiheit, die Diskreditierung von Engagement gegen Rechts und Hetze gegen Geflüchtete. Das passiert jeden Tag, heute, jetzt. Wir werden als Gesellschaft unserer Verantwortung gerecht? Nein. Und es reicht auch nicht, dass wir die Opfer des NSU um Verzeihung bitten. Wir müssen schon ernsthaft dafür sorgen, dass so etwas nie wieder passieren kann. Eine Gelegenheit dazu haben wir heute. Auf der heutigen Tagesordnung steht der Antrag der Linken, keinen Einsatz von V-Leuten bei Polizei und Verfassungsschutz in Berlin. Hunderte von V-Leuten haben über ein Jahrzehnt nicht dazu beigetragen, dass die NSU-Mordserie aufgeklärt werden konnte oder gestoppt werden konnte. Im Gegenteil, auf das Konto des V-Leute-Systems geht ein Großteil des Behördenversagens beim NSU. Lassen Sie uns diesen gefährlichen Unsinn, zumindest in Berlin, heute beenden. Und wie steht es sonst um unsere Verantwortung? In diesem Jahr sind bereits über 1000 Geflüchtete im Mittelmeer jämmerlich ertrunken. Menschen mit ihren Hoffnungen, ihren Geschichten, ihrer Liebe, ihren Träumen, ausgelöscht für immer. Hier können und hier müssen wir zeigen, wie menschlich wir wirklich sind, wie verantwortungsbewusst. Wir müssen die Asyl- und Abschiebepraxis in Europa und in Berlin grundlegend ändern. Wir können und dürfen uns nicht gegen die Menschen abschotten, die zu uns kommen, in der Hoffnung auf ein würdiges Leben, auf Menschlichkeit. Und Herr Innensenator, insbesondere Sie haben jeden Tag die Möglichkeit, menschlich zu sein. Es wurde schon angesprochen, nutzen Sie sie, anstatt sich vor der Verantwortung hinter Verwaltungsprozessen zu verstecken. Applaus 175 rassistisch motivierte Angriffe auf Unterkünfte für Asylbewerberinnen und Asylbewerber zählt die Polizei bundesweit im vergangenen Jahr. Das sind dreimal so viel wie im Jahr davor. Und letztes Jahr wurde in Deutschland in 864 Fällen wegen antisemitischen Straftaten ermittelt. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich wesentlich höher. Und hier bei uns in Marzahn marschiert seit letztem November der rassistische Mob praktisch jede Woche auf, um gegen geplante Containerlager zur Unterbringung von Geflüchteten zu protestieren. Wir werden als Gesellschaft unserer Verantwortung nicht gerecht, wenn man sich diese Zahlen anguckt. 55% der Deutschen, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, ärgern sich darüber, dass ihnen heute noch die Verbrechen an den Jüdinnen und Juden vorgehalten werden. Das ergibt eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung aus dem letzten Jahr. Ein befreundeter Rabbiner erzählt mir vor kurzem, dass er seine Kinder von einer öffentlichen Schule nehmen musste, wegen ständiger antisemitischer Anfeindungen. Wir werden unserer Verantwortung leider nicht gerecht. Wir müssen erkennen, dass antisemitische und rassistische Ansichten, dass sich vernichtender Hass viel verbreiteter sind, als viele wahrhaben wollen. Wir müssen Haltung zeigen, ob in der großen Politik oder in der Zivilcourage oder durch Zivilcourage im Alltag. Es ist zwar beruhigend, dass es 5000 Gegendemonstrantinnen und Demonstranten gelingt, darunter der Bundesjustizminister, sich gegen Pegida zu stellen und diese am Marschieren zu hindern, aber es reicht nicht. Wir müssen vielmehr dem Gedankengut entgegenwirken, das durch Hass Menschenleben vernichtet. Wir müssen ein positives Menschenbild und ein positives Weltbild entgegenstellen. Wir brauchen mehr politische Bildung. Wir müssen anfangen, Migration als die Bereicherung zu empfinden, die sie ist. Wir müssen Integration als dauerhafte Aufgabe für uns verstehen und nicht als Prüfung für Menschen aus anderen Ländern, die hierher kommen und hier leben müssen. Wir müssen aufhören, die Armen gegen die noch Ärmeren auszuspielen und wir müssen uns gegen jeden rechtspopulistischen Unsinn wehren. Applaus Kurz,
Wir müssen den Artikel 1 des Grundgesetzes als ständigen Auftrag verstehen, um dem Tag der Befreiung gerecht werden zu können. Die Befreiung der Welt von Nazi-Deutschland eröffnete die Möglichkeit, hier eine auf unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten beruhende menschliche Gemeinschaft zu schaffen, in Frieden und Gerechtigkeit. Daran sollten wir uns erinnern, dafür sollten wir dankbar sein und dafür sollten wir Verantwortung übernehmen. Und ja, das ist der letzte Satz, das bedeutet auch, zumindest für meine Fraktion, dass wir heute, am besten heute, die Gelegenheit wahrnehmen sollten, den 8. Mai zum Gedenktag zu erklären, unter anderem damit Rassistinnen und Rassisten diesen Tag nicht für ihre Propaganda nutzen können. Vielen Dank.